Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Ja, schön, dass Sie dabei sind bei der wahrscheinlich größten und spektakulärsten Schnäppchenjagd im deutschen Teleshopping, nämlich unserer 10-Euro-Überraschungsshow mit Produkten, die bis vor einer Minute, nee, bis vor wenigen Sekunden noch wesentlich mehr als 10 Euro gekostet haben und für Sie, für diese Sendung jetzt exklusiv heruntergesetzt sind. Was rankommt, wissen wir beide nicht, weder Christoph noch ich. Wir lassen uns gemeinsam überraschen, aber eins sei noch gesagt, wenn Ihnen ein Produkt gefällt, erstens mal schnell sein, weil das Kontingent ist immer begrenzt. Und zum Zweiten dürfen Sie, wenn wir nichts anderes sagen, jedes einzelne Produkt bis zu 5-mal bestellen. Und Christoph ist schon ganz ich heiß. Ich drück den Wasser ja, und los geht bist es. Bist du wieder ungeduldig, und Mensch. Und es wird gleich groß. Schau mal, was für ein großes Paket gleich wieder auf uns zukommt. Da haben wir. Dankeschön, Diana. Wir beginnen mit, ich habe keine Ahnung. Im ersten Moment. Ach doch, jetzt auf den zweiten Blick. Das ist ein Sprengklar, Rasensprenger, oder? Für 10 Euro. Ein oszillierender Viereckregner mit Schmutzsieb bis 300 Quadratmeter bei 4 Bar Druck. Bewässern Sie jetzt große Rasen- und Gartenflächen effizient. Ihr neuer Viereckregner versorgt bis zu 300 Quadratmeter mit ausreichend Wasser. Den Oszillation- und Sprühwinkel sowie den Wasserdruck stellen Sie ganz nach Bedarf ein. Und 20 Düsen sorgen für die gleichmäßige Bewässerung der gesamten Fläche. Also, das ist ja geschickt gemacht. Erstens mal Schnellverschluss, so wie an allen ganz normalen Gartenschläuchen. Da haben wir hier den Wasserflussregulator, also wie weit er sprüht. Und hier sehen wir wie bei einer Zeitschaltuhr, damit stelle ich den Sprühwinkel ein, also entweder ganz runter oder auch nur ein kleines Stück, aber damit bewässern wir richtig. Und jetzt ist bei vielen von Ihnen ein bisschen kühler geworden, aber ich weiß, dass in großen Teilen von Deutschland eben Dürre übers ganze Jahr gesehen herrscht. Da hat es viel zu wenig geregnet. Und das muss man auch im eigenen Garten ausgleichen durch eine Bewässerungsanlage. Und das ist natürlich perfekt für diesen Preis. Steht sehr stabil, sieht sehr robust aus, ist ein Markenprodukt von Royal Gardener. Da sehen wir es. Und kostet jetzt nur 10 Euro. Und selbst wenn man es dieses Jahr nicht mehr gebrauchen könnte, sondern erst im Frühjahr nächstes Jahr, da muss man einfach mal clever sein und vorausschauend denken. Weil wenn man es dann kauft, wenn man es braucht, ganz dringend, dann kostet es halt wieder 30 oder 40 Euro. So würde ich jetzt hier den Preis einschätzen, den regulären Preis. Aber der braucht Sie nicht zu interessieren. Wir sind in der 10-Euro-Überraschungsshow. Jetzt ist der Preis 10 Euro. Vor allem Dreck und Schmutz haben keine Chance, steht hier auch nochmal. Ein entnehmbares Sieb am Schlauchanschluss filtert grobe Verschmutzungen und ist die Düsen doch mal verstopft. Öffnen Sie einfach das Ventil am Ende des Viereckregners und spülen den Schmutz bequem einfach heraus. Das ist nochmal richtig praktisch, weil wenn du das wirklich auch mal mit praktischem Regenwasser einfach zum Beispiel betreibst. Mit einer Pumpe meinst du? Ja, mit einer Pumpe zum Beispiel. Mhm. Dann kommt ja da auch manchmal ein bisschen Verschmutzung mit rein. Genau, also das ist schon mal geschickt gemacht. Ich glaube, so eine Entlüftungsschraube kennt man von der Waschmaschine, die an so einem versteckten Eck gibt, wenn es da mal verstopft ist. Aber das ist natürlich toll. Habe ich so auch noch nie gesehen bei einem Regner oder bei einer Sprenkelanlage, bei einem Rasensprenger, wie man den immer nennen will. Hier jede Menge Düsen. Das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Düsen, die hier dann natürlich im Wechsel so den Wasserstrahl hier verteilen. Und da sehen wir so schön angeordnet. Was ich hier auch wichtig finde, da ist eine Silikonummantelung. Siehst du das? Ja. Das ist ganz weiches Gummi. Also ich denke, es ist Silikon, kann auch anderes Gummi sein. Aber wenn hier mal die Oberfläche verkalkt wäre, dann kann man da drüber reiben und kriegt den Kalk raus ohne Probleme und hat dann natürlich auch sehr, sehr lange Freude an so einem Rasensprenger. Und den jetzt für 10 Euro ist einfach der Wahnsinn. Ja, und das darf man natürlich auch gerne wieder bis zu 5-mal bestellen, denn wir hören nichts anderes und das heißt für Sie Ihre große Chance, sich jetzt wirklich einmal damit einzudecken. Vielleicht haben Sie zu Hause einen Garten, vielleicht haben Sie eine kleine Gartenanlage oder vielleicht möchten Sie auch mal bei der Oma oder beim Opa irgendwie ein bisschen Unterstützung mitgeben, dann ist das natürlich jetzt genau das Richtige hier für Sie. 10 Euro kostet es jetzt gerade einmal. Und ich muss es immer wieder sagen, wir wissen nie, wie das Wetter spielt. Man hat es oft dieses Jahr gehört, Dürre, Trockenheit. Ne? Das sind ja immer wieder auch so Themen gewesen, die natürlich da eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben. Jetzt ist es Ihre große Chance, einfach mal hier vollkommen flexibel
zu sein, schön aktiv natürlich jetzt auch mitzumachen und sich vor allem diesen Viereckregner einfach mal zu bestellen. Ja, und das für 10 Euro. So Sachen entdecken Sie bei uns in der 10-Euro-Überraschungsshow. Und das ist wirklich jeden Tag auch für uns, für Christoph und mich und alle anderen Kollegen, die hier mal sitzen dürfen, ein Riesenvergnügen, Ihnen diese Artikel für 10 Euro anbieten zu können. Und es macht so unglaublich viel Spaß. Und auch Diana hat immer viel Spaß dabei, das haben Sie jetzt vielleicht gesehen, die auch mal mittanzt mit uns, mit ihren Artikeln. Aber ich finde das klasse, dass wir Ihnen das anbieten können. Und das jetzt eben hier für Ihren Garten auch langfristig sehen, für die nächsten Jahre. Und wir haben in fast ganz Deutschland, ich glaube Brandenburg und Baden-Württemberg hat es dieses Jahr ganz schlimm erwischt mit der Dürre. Ja, wir haben zu wenig Wasser und da muss man das halt auch im Garten ausgleichen. NX 6471 und die 569, unsere Bestellnummer hier für Sie. Greifen Sie bis zu fünfmal sehr, sehr gerne einmal zu. Es ist Ihre große Chance jetzt hier, einfach mal diese Chance sich einfach mal zu sichern. Sie sparen 67% zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers und das ist natürlich auch so eine richtig große Chance jetzt hier, sich einfach mal etwas sehr, sehr Gutes zu gönnen und natürlich auch hier Ihre Möglichkeit einfach mal schnell anzurufen. Ja, also gehen Sie ans Telefon 0180 51 51 dreimal die 2, weil schnell sein, weil die Ersten werden die Sieger sein und die Letzten werden unter Umständen leer ausgehen. So, ich bin jetzt Zweiter hier mit dem Buzzer und da ist wieder Diana. So, Diana, was hast du uns jetzt dabei? Oh, auch wieder ein großes Paket. Weiter im Gartenbereich? Gut. Alle groß heute, sagt sie. Alle groß, also gut. Aber da darfst du nicht immer danach gehen. Sie hat auch schon mal große Pakete gepackt, da war dann sowas Kleines drin. Das ist, oh, das sieht ja richtig toll aus. So eine Retro-Küchenwaage, oder? Ja, stimmt. Eine analoge Retro-Küchenwaage bis 2 Kilo mit Tara-Funktion. Das Ganze in Schwarz und Vollmetall. Ja. Guck mal, das. Aber das ist ja klasse. Guck mal hier. Das ist doch jetzt mal Stil. Und Retro ist ja voll im Trend. Und jetzt müssen wir mal schauen, die Tara-Funktion müssen wir jetzt einstellen können irgendwo. Schau mal, unten muss irgendwo irgendwas zum Einstellen hier sein. Ah. Da, genau. Da. Guck hier, mal, genau. Da dreh mal auf Null. Warte, ich muss genau, das ist die Tara-Funktion. Und jetzt kannst du eben auch mal wiegen, zum Beispiel, was das wiegt, was oben drauf ist. Interessant ist es natürlich andersrum, wenn du schwerere Schüsseln hast und dann genau auf den Gramm eine Zutat abwiegen willst. Dann tarierst, also machst also du jetzt ist ja die Tara. Das Schönste, was du jetzt nutzen kannst, wenn du mal backen willst. Ne? Es kommt ja jetzt bald auch wieder so die Plätzchenzeit oder auch mal wieder die Kuchenzeit, die ist ja eh immer über das ganze Jahr verteilt. Und dann jetzt mal hier alles zu messen. Wir nutzen zum Beispiel eine Küchenwaage auch, um das Hundefutter zu messen, weil ein Hund hat ja nur einen gewissen Bedarf am Tag, hast du ja meistens in einem großen Sack und dann kannst du eben einfach mal hier genau abmessen, wie viel Gramm natürlich auch der Hund bekommt. Jetzt muss man dazu sagen, du hast so einen Idefix, der kriegt ja nur 37,5 Gramm, 175 oder? Gramm kriegt die am Tag. In der Woche? Am Tag. Am Tag, ehrlich? Ja. Okay, das muss man natürlich abbiegen, also richtige Hunde da, der nappt voll und das reicht, ja, 2 Kilo. Aber das ist natürlich auch eine Anwendung, wo ich es auch anwenden könnte, ist, wo du viel Geld sparen kannst, ist beim Porto. Ja, wir können hier ja auch einen Brief oder ein Paket mal abwiegen. Aber natürlich, es ist eine Küchenwaage. Hier steht natürlich ideal zur exakten Zugabe beim Backen, Kochen, Süßspeisen, Diät, Babykost und vor allem wichtig ist dieses zeitlose Retro-Design. Und Retro ist absolut in im Moment und dementsprechend auch überall ein bisschen teurer. Bei uns wird es nochmal runterreguliert auf 10 Euro. Ja, und Inga aus Brunsbüttel schreibt uns, wunderschönes, funktionstüchtiges Produkt im Retro-Look. Und da kann ich wirklich nur zu 100% zustimmen. Jetzt haben wir die Tara-Funktion ein bisschen verstellt. Achtung, ich drehe es mal wieder auf Null. Achtung, jetzt. Aber jetzt das ist passt. Ja so ein richtiger Hingucker. Also ich glaube, wenn du da demnächst in irgendeine Küche mal reinkommst und siehst so eine Küchenwaage, das sieht, glaube ich, noch mal so richtig besonders aus. Da denkt man auch, boah, der muss viel Geld für so eine Retro-Küchenwaage natürlich auch einfach mal ausgegeben haben. Aber Sie kriegen die jetzt hier für 10 Euro und sparen wieder 60% zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Ich würde das jetzt mal so vermuten, so um die 20 Euro vielleicht? Ja, 20, 25 hätte ich jetzt auch gesagt. Das hören wir gerade, 25 unverbindliche Preisempfehlung. Aber was ich hier auch wichtig finde, Retro war früher mechanisch. Heutzutage ist ja alles elektrisch. Muss irgendwo eingesteckt werden oder mit Batterien versorgt werden. Hier haben wir
keine Steckdose und keine Batterie. Das ist rein mechanisch. Das funktioniert auch mitten in der Pampa und wenn du wochenlang keinen Strom hast. Und das ist eben das Schöne und es sieht auch noch richtig toll aus. Die Edelstahlschale ist natürlich mit dabei, das Ganze aus Vollmetall. Und die Bestellnummer ist die NX6882, wenn ich es richtig gesehen habe. Nochmal NX6882 und die 569. Die 569 bitte auf keinen Fall vergessen, die ist wichtiger denn je, weil nur damit bekommen Sie natürlich wieder diesen 10 Euro TV-Sonderpreis. Und jetzt ist ja gar nicht mehr so lange, es sind noch ja, knapp über 100 Tage bis Heiligabend. Also das heißt, wir haben vielleicht noch 2 Monate, dann beginnt die Adventszeit und dann wird ja wieder gebacken. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon drauf. Kathi hat mir nämlich auch dieses Jahr wieder eine Linzertorte versprochen. Ach, Diana auch. Diana hat gesagt, im November backt sie mir eine Linzertorte. Ich drück mal den Buzzer in der Zwischenzeit, weil Diana wartet nämlich schon und wir lassen uns gemeinsam einmal überraschen. Ja, stimmt Diana doch, eine Linzertorte, oder? Du backst gerne für uns immer hier Kuchen. Ja, ja natürlich. Ne? Und was kriege ich im November von dir? Weißt du noch, wie sie heißt? Linzertorte, genau. Ich bin gespannt. So, und jetzt so, haben wir... Und jetzt geht es weiter mit einem 6er-Set Vakuum-Kleiderbeutel in 3 Größen inklusive Handpumpe. Sparen Sie ab sofort mal Platz im Koffer, denn ab sofort haben Sie immer genug Stauraum in Ihrem Gepäck. Dank Vakuum verringert sich das Volumen Ihrer Kleidung um ein Vielfaches. Da bleibt genug Platz für zusätzliche Abendgarderobe oder auch mal die dicke Winterkleidung. Also ich bin jetzt natürlich ein bisschen überfordert beim Auseinandernehmen. Das haben Sie einfacher. Aber ich will jetzt nur einmal einen Sack rausnehmen, ja? Und zwar den kleinsten hier. Und da jetzt einfach Kleider rein und dann vakuumieren. Und damit entziehen wir ja auch Volumen. Das heißt, man braucht wesentlich weniger Platz. Und das sehen wir hier, den Aufsatz, die Luftpumpe. Im Prinzip eine Rückwärtsluftpumpe, weil sie ja Luft entzieht. Hier draufsetzen und dann Luft rausziehen. Und auch so ein Koffer, wenn er normalerweise randvoll ist, plötzlich hast du nur noch die Hälfte drin. Oder jetzt ist ja ganz aktuell, jetzt werden dann die Sommerkleider wieder eingewintert, also irgendwo eingeschrankt. Und wenn die dann mal ein halbes Jahr, wenn die ein halbes Jahr im Schrank sind, dann passiert es natürlich auch mal, dass die müffelig werden. Und hier überhaupt nicht, weil sie Vakuum haben. Aber schau mal, wie viel Platz da jetzt wirklich wieder im Koffer ist. Das ist ja der Wahnsinn. Also ich nutze das immer übrigens im Urlaub, weil das ist meistens so, wenn man 1-2 Wochen mal in den Urlaub fährt, ne, und irgendwo hinfliegt, dann hat man so einen großen Koffer. Frauen meistens immer noch ein kleines bisschen mehr, das habe ich mal so gehört, aber es ist ja wirklich so, dass dann meistens, wenn du zurückfahren möchtest, dann hat man natürlich auch einmal die Chance, dass man natürlich auch wieder den Platz irgendwie kleiner machen muss. Und dann sind solche Produkte genau das Richtige, weil du ja gleichzeitig die Pumpe dabei hast. Du hast die 3 Kleidersäcke natürlich mit dabei. Und man darf auch hier wieder bis zu 5-mal zugreifen. Das heißt, sie können sich einmal komplett ausstanden und das Ganze natürlich auch in jeden Koffer einfach mal mit hineintun. So, jetzt muss ich dich ein bisschen korrigieren. Du hast gesagt 3. Das sind 6 Beutel in 3 Größen. Ja. Aber jetzt zum Urlaub. Also ich glaube, das ist kein Gerücht. Mein letzter Urlaub mit Begleitung war so. Man darf ja 20 Kilo pro Person an Hauptgepäck nehmen und dann noch die Reise, also das Handgepäck, sagt man. Das ist ja aber auch 8 Kilo schwer. So, ich hatte den Handgepäckkoffer. Da war alles drin, was ich für 14 Tage brauchte. Die 2 Koffer und das andere Handgepäck war für die Begleitung. Ja? Also bei mir ist das aber auch, ich muss es auch ehrlich zugeben, bei mir ist das auch, auch so. Ich, viel mit? Ich nehme auch immer 20 Kilo. Ich habe dann bei mir zu Hause, mein Partner hat dann noch so 10 Kilo. Die anderen 10 nehme ich dann noch mal mit drauf. Ich meine, ich kann es ja verstehen, dass man vielleicht ein bisschen mehr braucht. Aber hier kann man gut einlagern. Aber was ich nicht verstand, ein Teil. Wir sind in Urlaub letztes Jahr gefahren zu einer Durchschnittstemperatur von 30 bis 35 Grad. Und mitten im Koffer lag eine Winterjacke. Das war das, was ich da nicht verstanden habe. Das weiß man aber nie. Das Wetter spielt ja wirklich verrückt. Ne? NX 97,45 und die 569. Bis zu 5-mal dürfen Sie natürlich auch hier wieder sehr, sehr gerne einmal zugreifen. Sie müssen schnell sein, weil das ist ein sehr, sehr beliebtes Produkt. Ich hatte das letztens erst noch mit Kathi im regulären Programm eigentlich. Unglaublich jetzt Geld, aber auch Platz. Und jetzt kommt das eben, wo man die Winterbettwäsche oder die Sommerbettwäsche eben wieder wegmacht. Und dann brauchst du, ich glaube, nicht mal weniger als die Hälfte an Platz. Ja? Weil du eben komplett die Luft entziehst und dadurch wird alles klein und es wird frisch gehalten. Wenn sie es mit Weichspüler reingemacht haben, dann kommt es wieder genauso frühlingshaft riechend raus. So, und ich finde das so toll. Und vor allem, haben Sie die kleine Pumpe gesehen? Man kann das jetzt also wirklich auch im Urlaubsort dann benutzen.
ich drück schon mal den Buzzer, ja? Ja, ja, drück mal. Drück mal. Und es heißt Preisalarm. Wow. Und das heißt, wir haben wieder ein Produkt hier, was gar nicht hier reingehört, was gar nicht möglich ist für 10 Euro. Wir machen es möglich. Dankeschön, deshalb Diana. Die Begrenzung. Oh, wahrscheinlich, so schwer. Ist es fast bei allen, ein Stück pro Besteller. Und ich höre gerade, bei dem haben wir zwei Stück pro Besteller. Jetzt schauen wir mal, um was es geht. Sowas jetzt für 10 Euro? Es ist Wahnsinn. Echtglas, Crackle-Glas, das gefällt mir schon. Unten jede Menge LEDs, das schraubt man, glaube ich, ein. Aber warte, ich guck mal. Es ist eine Solar-LED-Wandleuchte im Crackle-Glas-Design. Wir haben einen Bewegungssensor, ja, und das Ganze ist hell mit 200 Lumen. Jetzt müssen wir schauen, da muss doch irgendwo ein Anschalter dran sein. Den werden wir auch gleich finden. Und jetzt schalten wir es mal ein. Schauen Sie sich das mal an. Wow. Das sieht ja hell erleuchtet aus. Ne? Wie, sieht so ein bisschen wie eine Kristallkugel auch ja, aus. Ja, durch dieses Crackled Glas, also durch diese Risse, haben wir eine gewisse Lichtbrechung. Wichtig ist, das brennt auch nur, wenn es durch den Bewegungssensor ausgelöst wird bei Dunkelheit. Und jetzt verstehe ich auch, warum zwei, weil eins wird ja hier wenig Sinn machen. Das macht sie links und rechts vom Eingang zum Beispiel, dass du an beiden Seiten Beleuchtung hast. Die Möglichkeit haben sie. Aber jetzt, ich weiß, ich kenne so Crackled Glas Lampen. Das ist ja echt Glas hier. Ja? Und sowas kenne ich, 30, 40 Euro, keine Seltenheit. Wir schauen aber mal auf Pearl.de, 21 Euro und ein paar verquetschte, also fast 22 Euro. Und das schon in der Premium-Serie. Premium-Serie heißt bei uns am meisten bestellt, am besten bewertet. Und jetzt höre ich gerade, die unverbindliche Preisempfehlung liegt hier sogar bei 60 Euro. Man sieht auch richtig toll aus, das muss man sagen. Das Licht ist unglaublich angenehm. Dann natürlich die Technologie noch mit dem Bewegungssensor. Du musst dir keinen Schalter zulegen, sondern wenn das Licht gebraucht wird, geht es an. Und vor allem, die geht per Solar. Also das ist ja auch nochmal ein riesengroßer Vorteil. Ja, das ist eine Solar-LED-Wegleuchte. Schauen Sie mal hier unten drunter. Steht da hier. Da ist ein Solarpanel. Das heißt, keine Folgekosten, keine Kabel verlegen. Jetzt dachte ich, dass das ist ja überall aufzuhängen. Also ich würde die jetzt sofort draußen bei mir auf meiner Dachterrasse aufhängen. Weil da suchen wir schon so lange nach einer richtigen Lampe. Ich habe jetzt gedacht, die ist batteriebetrieben. Aber Solar, das ist ja nochmal eine Steigerung. Mega. Und guck mal, wir halten sie die ganze Zeit falsch rum. Weil unten ist das Solarpanel. So rum wird sie aufgehängt. Jetzt wird ein Schuh drauf. Gut, dass es solche Bilder gibt. Aber klar, macht natürlich auch Sinn. Hier oben das großzügige Solarpanel, jetzt sehe ich es auch. Dann hier der Bewegungssensor, da unterm Finger. Und dann dieses Crackled Glas. Das ist echt Glas. Ich bin da jetzt schon Fan davon. Und für 10 Euro unmöglich, hätte ich gesagt, noch vor der Sendung. Wir machen es möglich. Preisalarm, das heißt begrenztes Kaufverhalten von Ihnen. Hier jetzt nicht wie sonst üblich ein Stück, sondern damit Sie auch wirklich links und rechts eins aufhängen können. Zwei Stück pro Besteller. Aber das ist das absolute Maximum. Und also ich bin mir jetzt bei diesem Produkt wieder relativ sicher. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir da drauflegen, weil das kriegst du nirgends für 10 Euro. Also die kommt definitiv auf meine Dachterrasse. Wir suchen schon so lange nach einer Solar-LED-Wegleuchte, die auch mal nach was aussieht, die mal so ein richtiges Design-Highlight einfach auch ist. Und das ist ja wirklich so ein Design-Highlight. Gerade mit dieser Kugel, dann noch mal mit diesen LED-Beleuchtungen. Das sieht so toll aus. Stellen Sie sich das mal demnächst an Ihrer Haustür vor. Stellen Sie sich das vielleicht mal an Ihrer Terrassentür vor. Sie müssen keine Kabel verlegen. Sie brauchen keinen zusätzlichen Ein- und Ausschalter. Der ist natürlich vorhanden, aber alles aktiviert. Hier der Bewegungs- und Dämmerungssensor. Ja, und hier wird natürlich die Nachfrage riesengroß sein, deshalb bitte keine Zeit verlieren. Ich sage Ihnen auch gleich die Bestellnummer, die NX6901 und die 569. Es ist unser Preisalarm. Das dürfte gar nicht hier sein und deshalb die Begrenzung heute, zwei Stück pro Besteller. Aber Dachterrasse ist eine gute Idee, überhaupt Terrasse, links und rechts von der großen Balkontür oder vom Terrassenfenster so etwas installiert. Natürlich, wenn man es da mal schummrig haben will oder dunkel, ein Schalter ist dran, aber ansonsten geht alles automatisch. Sobald es dunkel wird, wird hier hell und zwar immer nur dann, wenn man das Licht auch braucht durch den Bewegungssensor. Wenn man es mal ganz dunkel haben will, dann schaltet man es einfach aus. Aber das ist ja ein Design-Highlight auch noch. Technisch natürlich Oberklasse, keine Installation, keine Folgekosten und jetzt auch noch so günstig im Preis. Unglaublich, oder? Wunderschön und vor allem auch noch mal so ein bisschen anderes Design. Wir haben ja viele LED-Beleuchtungen, aber das Design, das habe ich so wirklich noch nie gesehen.
Ihnen ein absoluter Alarm. Hier wirklich jetzt auch für Sie in unserem Preisalarm. Also lassen Sie ihm bitte eine Bestellung. Zwei. Also zwei Lampen zwei übrig. Brauche ich. Zwei Lampen ja. übrig. Weißt du die Bestellnummer noch? NX6901. Die hat er sich gemerkt. Ja, 569 nicht vergessen. Ja, nur genau. Dann bekommst du den TV-Sonderpreis. Und jetzt buzzern wir und holen das nächste Produkt. Aber du hast schon recht. Das sieht unglaublich stilvoll aus. Also 50, 60 Euro dank Achtung. Oh, das ist schwer. Ja, deshalb Achtung. Jetzt kommt was richtig Cooles. Ah, das erinnert mich jetzt. Ich weiß sofort, was unsere es ist. Eine Lavalampe, ja. Das kenne ich noch aus meiner Kindheit. Richtig. Mit blauer Flüssigkeit, grünem Wachs und im Glas- und Aluminium-Design. Was natürlich schade ist, wenn wir die jetzt anmachen. Die leuchtet zwar, aber der Wachs oder das Wachs... Braucht ein bisschen das Zeit, braucht ne? ein bisschen. Ganz einfach, weil es die Wärmeentwicklung braucht. Schalten wir es mal an jetzt. Und unten ist das Leuchtmittel. Das sehen wir jetzt deutlich. Und durch die Wärme wird dieses Wachs praktisch gelockert unten und steigt dann nach oben. Oben kühlt es wieder ab und dann steigt, fällt es wieder nach unten. Und so hat man nach ein paar Minuten, wenn du das anhast, einen Kreislauf. Ich glaube, Kinder der 70er wissen das. Und in den 70er Jahren war das absolut Trend und hat ein, darf man das sagen, ein Schweinegeld gekostet. Mm. Die waren richtig teuer. Und jetzt haben wir sowas für 10 Euro. Und das ist auch für mich wieder ein bisschen Nostalgie. Es ist eine ganz andere Art von Beleuchtung. Und es ist auch, das kann ich wirklich sagen, sehr beruhigend dazu zu schauen. Ja, und der Andreas aus Bannewitz, er hat sie schon. Und er schreibt, diese Lampe ist ein absoluter Hingucker. Nach einem stressigen Tag einschalten. Und nach einiger Zeit kann man absolut entspannt dem Auf und Ab der Lavagebilde folgen. Das ist, glaube ich, auch noch mal eine sehr, sehr schöne eine Möglichkeit, dass man dann einfach auch noch mal so ein bisschen abschalten kann, wenn sich dieses Lavagebilde so ein bisschen nach oben macht. Und die hat ja auch eine schöne große Größe, 12 mal 40 cm. Ja, 40 cm sehen wir, maximaler Durchmesser, damit es auch stabil steht, hier 12 cm. Und jetzt finde ich auch das Licht sehr angenehm. Schauen Sie mal hier, das ist das Wachs, das ist jetzt noch fest. Und das wird jetzt durch das Leuchtmittel hier unten drin eben aufgewärmt und wird sich dann lösen, und zwar in Tropfenform. Und dann hier durch diese blaue Flüssigkeit nach oben steigen, oben wieder abkühlen und dadurch wieder herunterfallen. Und so haben wir einen Kreislauf, wie wir ihn gerade jetzt auch wieder hier sehen. Und das ist eben phänomenal. Da kann man auch zuschauen, was ich natürlich auch schön finde, die Größe dieser Wachsblasen, ja, die kannst du nicht vorhersehen. Und das ist auch immer wieder überraschend. Mal löst sich was Größeres, mal was Kleineres. Und somit hast du auch immer neues Spektakel hier. Und bei Dunkelheit wirkt das mit Sicherheit auch sehr, sehr beruhigend. Das einzige bitte, nicht einschalten und sagen, geht nichts. Sie brauchen ein paar Minuten Geduld, bis sich das Wachs aufgewärmt hat durch das Leuchtmittel unten drin. Und dann funktioniert diese Eigendynamik von ganz alleine. Und dann ist es einfach nur Faszination pur. Und man hat so eine schöne lange Kabellänge. Das finde ich auch wichtig. 170 cm. Denn dank diesen langen Kabel und den integrierten Schalter können Sie das schön auf ein Sideboard stellen oder auch mal auf ein Regal. Diese schicke Lavaleuchte kann ich mir gut vorstellen. Nehmen Sie ganz, ganz schnell im Betrieb und möchten Sie auch nicht mehr darauf verzichten. Und man merkt es auch langsam, unten lockert es sich schon. Man fühlt hier auch eine leichte Wärme schon, die jetzt durchs Leuchtmittel erzeugt worden ist. Und dadurch, da sieht man schon, tut sich was. Wenn wir es jetzt noch 10 Minuten länger hier stehen lassen würden, dann hätten wir schon die erste Bewegung. Sie haben die Zeit zu Hause, nutzen Sie es aus. Und wir schauen mal kurz auf pearl.de, was denn so eine Retro-Lava-Lampe kostet. 17 Euro finde ich schon sehr günstig. Ich glaube, damals haben wir 50, 60 D-Mark bezahlt. Das entspricht heute auch schon fast 40 Euro. Und so ist auch die unverbindliche Preisempfehlung. Aber für Sie jetzt in der 5 Euro schon 10 Euro. Und Sie dürfen diese Lampe bis zu 5-mal bestellen. Das heißt, ich glaube, dass so eine außergewöhnliche Lampe, die ist ja heute außergewöhnlich, ist auch mal ein schönes Geschenk. Damit bekommt man so richtig schöne, stimmungsvolle Atmosphären oder eben auch diese faszinierenden Lavablasen, die zum Beispiel, ja, wie der Andreas aus Bannewitz es ja geschrieben hat, wo man einfach mal so ein bisschen abschalten kann oder auch mal ein bisschen relaxen kann. Kommen Sie auch vielleicht so ein bisschen in Ihren Retro-Charme. Wir haben heute viele Retro-Produkte ein bisschen mit dabei. Ja, weil Retro ist doch total eben. Damit haben wir ja total moderne Sachen, weil Retro wieder modern ist. Ja? Und das ist einfach für mich perfekt, weil alles, was modern ist, wird doch normalerweise teurer. Wir machen es günstiger. Es kommt plötzlich in die 10-Euro-Überraschungsshow und das finde ich so phänomenal. Auch viele Produkte natürlich aus dem aktuellen Programm plötzlich Bestseller reduziert. Und deshalb lohnt es sich
sich auch jeden Tag einzuschalten. Jeden Tag um 19 Uhr gibt es die 10 Euro Überraschungsshow und natürlich nicht zu vergessen um 17 Uhr unsere 5 Euro Überraschungsshow, auch immer mit Mega-Schnäppchen. Ja, und wenn Sie gerne noch diese Lavalampe möchten, die NX7603 und die 569, unsere Bestellnummer hier für Sie, und ich sage Ihnen eins, das wird wunderschön auch bei Ihnen aussehen. Kommt bestimmt auch so ein bisschen Jugenderinnerungen oder Kindheitserinnerungen einfach mal wieder bei Ihnen hoch. Und jetzt würde ich sagen, drücken wir noch einmal den Buzzer und lassen uns überraschen, was noch einmal Spannendes auf Sie zukommt. Also jetzt sehe ich einen Laptop. Einen Laptop für 10 Euro machen wir nicht. Das ist relativ sicher. Also das wäre ja Wahnsinn, Diana. Ich sehe schon, ich weiß schon, was es ist. Und das ist auch wirklich toll. Eine Endoskopkamera. Richtig. Und der Laptop ist zum Zeigen. Und zwar haben wir eine USB-Endoskopkamera. Also die wird einfach per USB angeklickt. Und dann haben wir sofort eine Verbindung. Das Programm ist dabei. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, am PC das anzuschauen. Aber, wenn wir wollen, auch übers Handy oder übers Tablet. Weil das Ganze ist auch OTG-fähig. Ja, das heißt on the go, also USB on the go. Und wenn Ihr Handy OTG-fähig ist, dann kann man es auch ans Handy anschließen. Und die Bildqualität ist herausragend. Jetzt ist es natürlich nicht, um mir ins Gesicht zu leuchten und mich zu filmen, so wie es Christoph gerade macht, sondern um Rohrleitungen mal oder Hohlräume zu kontrollieren. Und wir haben hier auch eine schöne Länge. Ich muss gerade mal schauen, ich denke 5 Meter dürften, oder? Ich guck mal, nee, das sind weniger als 5 Meter, aber gucken wir mal. Aber für 10 Euro ist das der Wahnsinn. Und jetzt sehen wir die Bildqualität. Ja, hallochen. Hier vorne übrigens noch LEDs, dass man es ganz dunkel ist, dass man es beleuchten kann. Und das ist also wirklich toll. Filmen Sie das Live-Bild mit. Und zwar kann man das jetzt über die Optionen machen und kann auch Filmaufnahmen machen. Das ist hervorragend. Hier sehen Sie mal unsere ganzen Scheinwerfer. Und wenn er jetzt noch weiter dreht, sehen Sie gleich Christoph über die Endoskopkamera. Aber hier steht, natürlich erforschen Sie kleinste Räume mit Ihrem Smartphone. Das kann man also auch an Smartphone anschließen. Und die Endoskopkamera per Micro-USB an das OTG-fähige Smartphone. Und dann können Sie Leitungen, Rohre oder auch einen Motorraum mal überprüfen. Oh, das ist ja auch so ein Thema. Mal ein Schlüssel, der mal ganz schnell in den Gullideckel hineinfällt. Ja, den findet man ja gar nicht so schnell einfach mal wieder. Aber hier, mit der Endoskopkamera können Sie den natürlich auch ganz einfach mal ganz genau suchen beziehungsweise noch mal ganz genau überprüfen. Ich würde so eine Kamera auch mal im Motorraum benutzen. Ich hatte ja jetzt letztens erst einen Marderschaden an dem Kühlerschlauch. Den Kühlerschlauch sehe ich überhaupt nicht mehr in meinem Auto, weil ich da überhaupt nicht mehr dran komme. Wenn ich sowas jetzt zu Hause habe, nehme ich einfach meinen Laptop mit und guck einfach mal, was im Motorraum auch los ist. Genau, ne? Du bist hier auch wirklich gut dabei, weil das verstärkt ist. Das ist ein Schwan. Schau mal, der holt ihn jetzt gerade damit sogar raus. Richtig, also nicht nur finden, sondern auch rausholen. Da ist ein Magnetenhaken und ein Spiegel dabei. Du kannst sogar um die Ecke schauen. Ja? Das hilft beim Bergen. Aber gerade jetzt Motorraum anschauen, 1,60 Meter. Oder vielleicht ist auch mal die Rohrleitung verstopft oder man hat so Wasser und weiß nicht, was hängt da drin. Meistens sind es ja Haare, aber wissen tut man es erst, wenn man mal reinschaut, und da kannst du rein. Du kannst natürlich auch in Hohlräume. Ja, oftmals hat man zum Beispiel im Dachgeschoss, ist ja hinten immer noch, da ist abgeflacht, aber hinten ist ein Leerraum. Und was ist da? Gibt es da Feuchtigkeit oder ähnliches? Oder Ungeziefer. Zum Beispiel Leute, die Ungeziefer bekämpfen, haben so gut wie immer eine Endoskopkamera dabei. Hier sehen wir es jetzt, OTG ans Tablet angeschlossen. Das geht auch natürlich am Smartphone. Und da sehen wir jetzt mal, kann man mal Verkalkungen prüfen. Das ist natürlich auch eine Option. Hohlräume überprüfen, Schlupfwinkel überprüfen. Vielleicht hat man auch so einen Verdacht, ich könnte da hinten irgendwo eine Maus drin haben und du kommst da nicht hin. Dann gehst du mit der Endoskopkamera rein. Also das ist wirklich perfekt. Und jetzt vor allem für 10 Euro. Ich weiß jetzt nicht den regulären Preis, aber ich kenne Endoskopkameras ohne OTG-Fähigkeit. Die kosten 40, 50 Euro. Und jetzt mit OTG hätte ich jetzt eigentlich mehr geschätzt. Aber ich höre gerade, 40 Euro ist hier die unverbindliche Preisempfehlung. Die muss Sie nicht interessieren. Sie kostet jetzt 10 Euro. Schutzklasse ist hier noch wichtig, IP67. Das heißt, sie ist wasserdicht. Man kann natürlich auch in Zuleitungen irgendwie rein oder irgendwo, wo Wasser steht. Die Bestellnummer, das ist die NX
42, 32 und die 5. 6, 9, der Preis. Wir sind in der 10-Euro Überraschungsshow. 10 Euro, ja. Wahnsinn. Und das war sie schon wieder. Eine halbe Stunde ist schon wieder vorbei. Wir sind aber morgen um 19 Uhr wieder da in unserer 10-Euro Überraschungsshow. Und übrigens um 17 Uhr gibt es nochmal unsere 5-Euro Überraschungsshow. Und jetzt bleiben Sie dran. Es geht gleich ganz spannend weiter. Und wir freuen uns schon morgen auf Sie.